Na, ihr da, vom Bildschirm, freut ihr euch jetzt schon auf eine kleine Geschichte zum 24. Dezember? Tja, dann sag ich euch, bewegt euren Arsch doch mal vom warmen Feuer hierher und lauscht mir und meinem Freund bei der Lesung aus dem Buche Semtex. Boah, Chapman, lass uns doch einfach mal in Ruhe! 23 Tage! Irgendwelche scheiß Märchen, du blöder Kleiner! Was auch immer! Ich kann's nicht mehr hören, ey, wirklich! Oh, und dann gehen wir alle in den Wald und dann machen wir uns was gemütlich! Schnauze voll davon! Fuck off! Fuck off Christmas! Fuck off den ganzen Scheiß! Ah, ich kann's nicht mehr haben! Wirklich! Ah. Spekulatius im Regal ab August, ganz tolle Sache, freue ich mich tierisch drauf. 30 Grad im Schatten, ich sitze gemütlich im Biergarten und dann gehe ich danach einkaufen und dann begrüßt mich schon der erste pädophile Weihnachtsmann oder sowas hier, der kleine Milka-Hase. Oder wie auch immer das Ding heißt, darfst du natürlich nicht sagen. So, meine Mütze rutscht mir gerade ins Bild. Jedenfalls habe ich mir heute mal überlegt, ich mache für euch mal ein kleines Hassvideo über Weihnachten, mein absolutes Lieblingsfest im Jahr. Habe ich immer so viel Spaß dran, bin ich immer so tierisch drauf aufgeregt und freue mich immer so unheimlich drauf, wenn es wieder soweit ist. Der 24.12. kommt ja anscheinend für einige Leute immer sehr überraschend, weswegen sind, oh Gott, ich muss einkaufen gehen, rennen sie in den Laden oder sowas. Darüber werde ich mich heute mal ein bisschen auslassen oder irgendwie sowas. Nicht wundern, wenn es ein bisschen laut wird, aber das kennt ihr ja schon, deswegen so, ne? Fangen wir mal an. Was ist das? Was ist das? Ein Heiligenschein für mich? Für mich ein Heiligenschein oder was? Ich gebe dir deinen scheiß Heiligenschein! Ja, brauche ich nicht. Ich brauche nur meine Mütze. Meine wunderschöne Weihnachtsmütze. Ich bin nämlich nicht Satan. Ich bin Satan, wenn du so möchtest. Ich hab so den Sack. Den Sack, der juckt mir sowas von, wenn ich an dieses Fest denke. Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Krieg von mir einen Schuss in den Kopf. Ich kann's nicht mehr. Wirklich diese Weihnachtslieder. Last Christmas, I gave you a Klatsche. Und ich hab wirklich, ey, es geht mir so auf den Sack. Kennt ihr es nicht auch? Ihr habt Oktober, wo ich zufälligerweise Geburtstag habe und fangt dann schon an, die Weihnachtslieder im Radio zu hören. Och, ist es nicht schön, wenn irgendwelche kleinen, verkackten, blöden Kindergarten-Wichskinder bei euch am Nikolaus an der Tür klingeln und sagen, lieber guter Nikolaus, zieh für dich die Hose aus. Und, naja, es geht mir so auf den Sack. Und dann wollen sie irgendwelche Süßigkeiten von mir haben. Ich setz mich dann immer so aufs Sofa. Meine Freundin kommt dann, kauft so eine ganze Schale Süßigkeiten für die Kleinen. Ich setz mich zu Hause hin am Zocken, mampf so gemütlich die Süßigkeiten auf, sie kommen nach Hause, alles weg. Oh, haben wieder ordentlich Leute geklingelt, ne? Ja, ja, haben sie, alles weggekommen. Ja, das war natürlich nicht ich, nein, 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 nein. So, diese Kinder sollen natürlich auch ihre Süßigkeiten kriegen, aber nicht von mir. So, das müssen wir jetzt einfach mal festhalten. Von mir sollen die irgendwo anders klingeln, sollen sie in irgendwelchen Supermärkten stehen und sollen sich da irgendwie, ich möchte gern Snickers haben, alles klar, hier, nimm mit. Apropos, hier, nimm mit. Jeder von euch, du. Wenn du dir irgendwas im Wert von über 100 Euro zu Weihnachten gewünscht hast, dann kannst du dir gleich mal selber so schön Schlag an Nacken geben oder irgendwie sowas. Meine Mütze ist wurscht. Und, weil, überleg mal, deine Eltern müssen die Scheiße für dich kaufen. Auch wenn deine Mama Architekt ist und dein Vater ist irgendwie ein Tierarzt oder irgendwie sowas, aber auch die arbeiten für ihr Geld. Und wenn du dann hinkommst und sagst, Mama, ich will das neue iPhone 5, du bist 10 Jahre alt! Du brauchst kein scheiß iPhone! Gerne rauchen, du Spasti! Sonderangebot zu Weihnachten, Coca-Cola! Die haben den scheiß Weihnachtsmann ja auch noch erfunden, die Penner! Deswegen ist er ja rot-weiß! Ja, ich meine, es war ja eine geniale Idee von der Firma gewesen. Machen wir mal irgendwas. Was könnten wir denn machen? Ey, wir brauchen irgend so ein richtiges Kommerzfest. Irgendwas, wo die Leute so richtig wahnsinnig werden und in den Laden rennen und einkaufen gehen oder sowas. Da hat Coca-Cola jetzt nicht direkt viel von, aber die machen ja auch mehr Umsatz. Aber ich möchte nicht so über Coca-Cola lästern, ich mag sie gerne. Nein, was mir aber tierisch auf den Sack geht, sind wirklich, wie am Anfang schon angesprochen, das sind die Geschäfte. Eine Frage habe ich jetzt mal an euch und die werde ich euch jetzt nicht in die Ohren schreien. Das heißt, ihr könnt mal den Pegel kurz ein bisschen lauter stellen. Es geht einfach darum, habt ihr wirklich schon im August Bock, euch irgendwelche Weihnachtssachen zu kaufen? Rennt ihr dann wirklich schon in den Laden und sagt, guck mal, Nikolaus oder irgendwie sowas? Also ich nicht unbedingt, ich habe so einen anderen Fetisch für Nikoläuse oder so. Hohoho, liebe Kinder, wer meckert hier über mein Fest rum, hä? Ich bin der Weihnachtsmann, ich bringe euch Geschenke. Wer irgendwas hat, der kann es mir auch ins Gesicht sagen. Ja, ich sag's dir ins Gesicht. Scheiß Weihnachtsmann! Dreckiger Scheiß Arsch, Klops, Fett Arsch, Metz, Rot, Weihnachtsmann! Meine Mütze ist kaputt. So. Improvisiert. Also, Weihnachten, wie ihr vielleicht merkt, geht mir tierisch auf die Eier. Und ich wollte einfach mal sagen, Leute, es ist einfach
nicht in Ordnung, wenn ihr euch irgendwelche, weiß ich wie teuren Geschenke kauft. Seid doch mal zufrieden mit dem, was ihr bekommt. Ich habe früher als Kind ein paar Socken und Mandarinen gekriegt und ich war zufrieden. Gut, ich sehe nicht unbedingt danach aus, ob ich Mandarinen geschenkt gekriegt habe, aber das könnt ihr mir glauben, das kam jetzt danach. Und jedenfalls wollte ich euch einfach mal sagen, es geht mir auf die Eier. Natürlich könnt ihr nichts dran ändern. Ich wünsche euch allen trotzdem frohe Weihnachten oder sowas, weil irgendwo sollt ihr euren Tag genießen. Nein, sollt ihr nicht! Guckt euch dieses Video an! Das ist nämlich noch nicht vorbei! Jingle Bells, es geht mir auf den Sack. Dieser ganze Weihnachtskram kotzt mich einfach an. Hey, Jingle Bells, ich kraule mich am Ei. Seh ich diesen Bastardmann, schlag ich ihn zu Brei. Hey, man reiche mir ein Bier. So. Also, lieber Weihnachtsmann, trau dich mal zu mir nach Hause. Komm durch meinen Schornstein rein, ich warte da schon auf dich, so ein bisschen psychomäßig mit so einer Axt oder sowas. Och, wäre das nicht schön, wenn er so vor dir liegt mit seinem dicken Rauschebart und ganz Sack voller Geschenke, wenn ich einfach so die Axt nimmst und so schön in die Fresse reinboxt, bis du so richtig so das Hirn so in der Läken rausspritzt. Und dann gehst du nach Hause und dann kannst du so schön noch Rentierbraten machen mit der Kettensäge so. Schneidest du da die Viecher so, Rudolf, sägst du so sein Gesicht runter oder so, den scheiß Schlitten schmeißt du vom Dach und zündest den an. Ach, wäre das nicht schön, liebe Kinder, wenn es einfach kein Weihnachten gäbe. Aber was ärgere ich mich über Weihnachten, ey, pünktlich, sobald der letzte Weihnachtstag rum ist, stehen sowieso die Ostersachen im Regal. Also, was legen wir uns auf? Macht sowieso keinen Sinn. Ich würde euch diesmal wirklich ein schönes Weihnachtsfest wünschen, denn ich habe hier noch eine Kleinigkeit, habe ich noch für euch. Einen Moment, ich nehme mal eben kurz die Treppe. So, Fahrstuhl ging wieder nach oben. Ich habe euch noch jemanden mitgebracht, den Weihnachtsmann, was symbolisch als klein. Tut mir leid, dass ich deine Brüder so hart vergewaltigt habe und tut mir leid, dass ich dich beleidigt habe. Du bist doch mein bester Freund. Ich meine, hier habe ich meine Playstation zu verdanken, immerhin. Ich würde mal sagen, Leute, das war's fürs Rage-Video. Ich denk mal, ihr habt ein Märchen erwartet. Tut mir leid, dass ihr keins gekriegt habt. Mir hat es auf jeden Fall tierischen Spaß gemacht, ihn hier und seine kleinen Freunde so ein bisschen zu massakrieren. Natürlich ist Weihnachten ein schönes Fest. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und fühlt euch nicht so auf den Schlips getreten. Wenn ihr kein Weihnachten feiert, dann freut euch drüber, geht's euch genauso auf den Sack wie mir oder sowas. Ich will mal sagen, ich bin raus.